ab geht es mal wieder zum Bärensee. Lange nicht hier gewesen, deswegen auf jeden Fall nochmal testen, ob hier an dem Spot die Barbe lübt oder auch nicht. Ab auf Barbe. Ich habe gerade frisch reingeworfen, bisschen unterschiedliches Setup, bisschen verschiedene fischige, tendenziell fischige Köder. Und wir gucken einfach mal. Es sollen ja schon hier ganz wilde Barben gefangen worden sein. Das ist nicht schlecht. Dementsprechend habe ich mir mein Setup so ein bisschen zusammengestellt. Habe hier eine wilde, leicht fischige Mische reingeballert. Alter, und da ballert sie direkt rein, die Barbe. Schönes Ding. Direkt hier mit 3 Kilo. Das schmeckt. Kann man so machen. Auf 17 Meter. 17 Meter übrigens super praktisch, denn wenn es jetzt direkt losgeht, ja, Alden, Futtermische, PVA. Ja, ja, 17 Meter könnt ihr euch auch ins Bällchen packen und auswerfen. Überhaupt kein Problem. Von daher gar kein Grund, hier Mimimi zu machen. Auch ohne PVA kann man sich hier hinstellen und angeln. 17 Meter kann man locker auswerfen. Ihr könnt, glaube ich, sogar hier mit ein bisschen Abstand, ich glaube so ungefähr, auf Maximalauswurf mit dem Futterbällchen, könnt ihr euch auch hinstellen und dann landet ihr ungefähr so in diesem Bereich. Also hier so ein bisschen Abstand halten, so ungefähr müsste das passen, maximal auswerfen und dann landet ihr so circa bei 17 Meter und dann gib ihm. Oder einfach andere Methode, Futterrakete natürlich nehmen und als nächstes die einfach mal eine Fiederroute nehmen mit Futterkorb und dann gib ihm. Ja, auf das einzelne Setup oder auf die verschiedenen Sets gehe ich natürlich gleich auch nochmal detailliert ein. Auf die Futtermische natürlich auch noch, dass ihr da ungefähr einen Richtwert habt. Ich habe es allerdings gänzlich anders gemacht. Ich habe einfach mal fischig reingeschmissen. Den Spot hatte ich gesehen im VK, im russischsprachigen Facebook sozusagen und habe mir gedacht, Alden, probier doch mal aus. Zumal ich auch gestern schon verschiedene Barben im Chat gesehen habe. Da wird wohl gerade viel probiert. Ja, weiße Amur nehmen wir natürlich auch gerne mit. Was da jetzt alles geht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich stehe jetzt hier gerade frisch, ein paar Minuten erst. Aber offensichtlich, und da zubbelt es auch wieder los, offensichtlich ist fischig oder muschelig oder auch wie auch immer Lachs und Co. gerade angesagt hier am Bärensee. Zack! Jawohl! Und der nächste Prügel geht rein. Sehr, sehr schön. Ja, offensichtlich klappt das gerade, von daher testen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, entweder mit der klassischen Haarmontage, ich würde hier mit einem einzelnen Boilie vielleicht erstmal anfangen und testen. Also gar nicht so viel kombinieren, sondern einzelne Boilies, einzelne Aromen reinschmeißen und dann gar nicht übertreiben. Werfe ich noch ein PVA aus? Ja, eins geht noch. Und dann sind wir hier aber auch, glaube ich, am Limit mit den Futtermischen. Und dann werfen wir später nochmal ein bisschen mehr rein. Also heißt jetzt so, in den Abendstunden ist jetzt gut angefüttert. Ich war jetzt frühe Nachmittagsstunden, war ich jetzt erst hier. Bis zu den Abendstunden jetzt, ne, jetzt haben wir ja 21, 22 Uhr. Jetzt sind von dem mittelgroßen PVA 5 Mischen drin. Heißt also, fürs erste Anfüttern habe ich jetzt ungefähr so um die 100 Gramm drin. Das wird allerdings noch ein bisschen mehr. Die ganzen Mischen halten ja deutlich länger. In der Nacht jetzt, wie gesagt, kann das wieder ein bisschen abnehmen, das Ganze. Aber so in Richtung Morgenstunden, das heißt so gegen 4 Uhr ungefähr, baller ich dann nochmal Mischen wieder drauf. Das heißt, der ganze Spot ist dann ja noch angefüttert und dann wird das Ganze nochmal wieder neu aufgebaut und nochmal mit ein bisschen Futtermische nachgelegt. Keine Ahnung, 2, 3 Futtermischen baller ich dann nochmal rein in den Morgenstunden
und dann wieder um Mittag rum mache ich wieder eine Pause und dann geht es gegen 16 Uhr vielleicht wieder los, dass ich dann wieder Futtermische mache für den nächsten Abend. So, die Mittagszeit ist ja meist so ein bisschen ruhiger, aber dann so für die Morgenstunden und für die Abendstunden, dass man dann halt immer richtig schön Futter am Spot hat und dass man dann halt die Fische schön wieder aktiviert und auch die Futtermischen. Ja, erster Eindruck, erste Barbe, gucken wir mal direkt rein, auf diesem Setup, Pop-Up-Rig in diesem Fall gewählt, mit Knoblauchmuschel 16, Tintenfisch als Mais und dann hier Tintenfisch-Fischmischung in Kombination. Das ist das erste Setup. Ich habe nach langer Zeit mal wieder Fluorocarbon getestet und auch nach langer Zeit mal wieder super langes Fluorocarbon. Bin ich eigentlich von weg. Normalerweise hatte ich in letzter Zeit, gerade auch so mit Pop-Up und so, deutlich kürzere Vorfächer verwendet, 10 bis 15 cm und war damit auch eigentlich ganz zufrieden. Aber ich habe es einfach mal wieder getestet, ob es da irgendwelche Auswirkungen gibt. Nächstes Setup ist wie folgt zusammengebaut. Ich muss mich ein bisschen beeilen, da zuppelt es wieder. Tintenfisch-Kräuter-Pellets. Das ist jetzt hier klassische Haarmontage, was man halt als erstes frei hat. Und Lachs-14-Kombination. Auch gar nicht so groß hier, die Boilies. Wir wollen ja auch hier die Barben und nicht unbedingt die Karpfen. Und bei der Barbe muss es gar nicht so riesig sein. Klappt auch. Tintenfisch und Fischmische in Kombination. Und zack, da geht's hier weiter. Läuft. Und da kommt doch die nächste Barbe, Alter. Bäm, 4,6er Barbe. Nochmal geiler. Ha! Super geil. Genau, PVA muss runter jetzt. Hatten wir gesagt, PVA geht runter. Und direkt wieder raus hier auf 17 Meter übrigens der Clip. 17 Meter, weil so ab 15 Meter ungefähr endet hier vorne in diesem Bereich der Grünteppich sozusagen. In dem Bereich ist alles grün verschlonzt. Das heißt, wenn ihr hier mit grünlichem Setup, grünliches Blei, grünliches LED-Core unterwegs seid, dann eher so bis 15 Meter mal testen. Kann man auch gut machen, wenn man so auf Schleie oder so aus ist. Oder wenn es mal richtig, richtig warm ist, einfach auch mal testen für die Amure. Und nach diesen 15 Meter geht es dann ungefähr los mit schlammig, lehmigen Untergrund. Und dann, wie gesagt, halt so ein bisschen weiterwerfen. Dementsprechend das Blei natürlich anpassen. Braunes Blei, LED-Core natürlich genauso. Gehen wir hier nochmal eben drauf ein. Hier ist Tintenfisch-Kräuter-Pellets mit Lachs 14. Und hier ist dann gerade auch die Barbe drauf geballert. Lachs als Dip, würziger Lachs. In der Kombination alles auf dem 1er Haken. Hier übrigens nochmal ganz normales geflochtenes Fluorocarbon. Nicht Fluorocarbon, geflochtenes Vorfachsmaterial, ganz normale Stärke hier, alles auf 31 Kilo, mit dem Setup, Karpfen-Setup natürlich klassisch. Wenn ihr noch nicht so weit seid und hier mit der HSV steht, auch das natürlich absolut möglich, vielleicht sogar noch besser, aber da können natürlich dann auch die dickeren Brocken schon ein bisschen Stress machen. Und weiter geht's, gute Frequenz, ich bin sehr, sehr angetan, bisher wirklich gut. Gute Fischis, passt bisher. Wenn jetzt hier noch ein paar Barben reinballern, ist das natürlich auch kohlemäßig sensationell. Ich gehe gleich nochmal kurz aufs PVA ein. Und dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Daten. Ne? Dann heißt es, und der nächste auch schon wieder. Geil, sehr, sehr geil. Wirklich, wirklich gut. Zack, der nächste hier auf Lachs. Sehr schön. Also, es gehen verschiedene fischige Aromen. Es ist nicht nur der olle Tintenfisch. Da geht auch noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal, was da noch geht. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon überfüttert, aber sollte eigentlich nicht. Ansonsten vielleicht auch einfach mal vorsichtiger anfangen. Es geht ja erstmal nur ums Anfüttern und Aktivieren vom Spot. Und dann, ja, aufrechterhalten den Spot, ne? Na komm, mach fertig. Oder wir lassen ihn mal zuppeln. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Amur. 3, 2, 1. Letzte Chance. Und wir gucken ins PVA, ne? Ja. Okay, PVA wie folgt zusammengebaut im Detail. Also wie gesagt, das mittelgroße hier mit den 20 Gramm immer drin.
muss man halt nicht so oft werfen, hat sofort den Spot relativ schnell aktiv. Man kann auch das ganz große nehmen, habe ich in letzter Zeit auch ein paar Mal getestet, sofort rein damit den 100 Gramm und gut ist. Finde ich eigentlich auch ganz sexy, und dann im Nachhinein vielleicht nochmal ein anderes PVA verwenden, was vielleicht mit 20 Grammern befüllt ist und dann deutlich größere Pellets mit dabei sind. Also solche Spielereien einfach auch mal ein bisschen rumprobieren. Also folgende Kombi. Ist es das? Das ist es tatsächlich. Ich habe hier auf Sonnenblumenkerne, Lehm ist mit drin und Koriander, Fliegenmade. Und das sind halt einfach diese klassischen Kombis eben auch von der Barbe. Lachs, Thunfischfeeds, Muschelfeeds sind mit drin. Und das war's schon. Gar nicht so ein riesen Hexenwerk. Die Wirkdauer relativ lang mit 27 Stunden. Das heißt, auch da dann ein bisschen aufpassen, nicht zu viel reinballern. Denn ja, es hält ja relativ lange durch diese Lehmkomponente. Wobei die Lehmkomponente, glaube ich, nicht nur Haltbarkeit ist. Ich habe das immer wieder bei manchen Fischen, die da einfach, hoppala, die da einfach Bock drauf haben mit Lehm. Ob das jetzt sowas wie Sterlet ist oder sowas. Oder eben auch die Barben, die halt eher so am Rumgründeln sind. Ich glaube, mit dem Lehm ist das immer eine... Ja, so sieht es aus. Ich würde sagen, wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick rein, was die Brocken so bringen. Und dann sortieren wir mal eben schnell. Was haben wir jetzt in der kurzen Zeit? 11 Minuten, 77 Silber. Schmeckt schon. Ich gehe gleich direkt zurück. Nach Gewicht sortiert. Ja, preislich richtig gut. Guckt euch das an hier. 21, gehen wir mal nach Preis. 21 Silber für so eine kleine Barbe. 14, 16. Also es passt alles richtig gut. Gute Fische dabei. Petri, ihr Lümmels, zieht euch eure Barben. Es sind auch schon Trophys gefangen worden. Also ran da an den Spot. Und wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.